Sag mal, könntest du hier kurz drauf drücken in deinem Tunnel? Hier alles eingepackt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Moin Meister. Moin. Geht's los? Ja. Nee, ich pack noch eine Tasche hinten rein. Da ein paar Klamotten drin. Zack. Zack, wisst ihr Bescheid? Nein, als ob das nicht hält. Am Dreck. So. Jetzt. Was ist da aufgeklebt? Moody Klo. Aber das hält nicht, das ist noch viel dreckig. Ja, ja, das ist so ein YouTuber für seinen E63 AMG hat er auch Winterreifen gekauft, die bis 300 gehen. Ja, kannst du. Kannst du sehen? Oh. Oh, der hält mit seiner E-Klasse aber ganz schön mit, doch. Alter. Hätte ich mir noch nicht gedacht. Der mit der E-Klasse so gut dranbleiben. Der Aufkleber ist weg. Scheiße. Der hält nicht so wirklich. Oh, was will er denn hier? Oh, geh hoch. Siehst du. Ja, fummelt ein bisschen, ne? Zu. Guck mal, hier ist er doch. Ah, da haben wir. Guck mal, halber Liter ist da noch drin. Machst du den vorne? Jawohl. Jawohl, Chef. Was hast du gerade gesagt? 1,73. Nein. 1,73. Oh Mann. Oh Mann. So, jetzt gib rein den Mochter. Lecker Schmecker. Da denken die 800 PS sich aber, das Öl verziehen da gleich wieder, Alter. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem erneuten Video. Wir halten heute unser Versprechen ein. Wir lassen heute mal ein wenig den Ehrenmann raushängen. Ihr könnt sehen, ich glaube, ich brauche gar nicht weiter sagen, was hier Sache ist. Wir bringen heute als riesengroßes Dankeschön Maximiliano seine Messerfelgen zurück. Gestern die ganzen Kollegen noch mal ein wenig gewaschen. Oh, mach sauber deinen Moch jetzt. Die sind blitzeblank sauber. Ich mache noch kurz Video und können wir weiter, ja? Er nickt, er nickt. So, und wir haben ja vereinbart, eigentlich den Wagen ohne Felgen zu kaufen. Jetzt habe ich ihn doch mit Felgen mitgenommen, weil ich damals keine Radbolzen mitgenommen habe, weil... Scheiße. Jetzt hast du die Radbolzen gelassen. Er kann sie mit ihm mit der Post schicken. Ich habe seine Radbolzen nicht mit, ja genau. Kannst du mit der Post. Oh, das ist ja schon wieder peinlich, ne? Da fahre ich ihn hin und bringe seine Felgen und der Junge denkt sich, Junge, zu blöd um die Radbolzen. Alter, ist ja schon wieder peinlich, scheiße. Das Ganze hier natürlich mit dem altbekannten R6R von meinem Fuddy. Richtig, richtig geiles Teil. Ich meine, ihr habt ja gerade schon gesehen, was Sache war. Ja klar, komm, mach zu. Heckklappe macht immer ein paar Probleme. Was ist denn Lappen hier? Da muss nochmal ordentlich hinten ein Moody-Sticker drauf geballert werden, ein Moody-Close-Sticker. So, wir sind aber ein bisschen früher schon unterwegs. Und zwar schauen wir uns noch ein Auto in Hamburg an. Einen schönen alten Benzo, man kennt ihn ja nicht anders. Mein Vater meinte, komm, lass hinfahren. Dann meinte ich, okay, dann lass gleich weiter zu Max ihm die Felgen vorbeibringen. Und das Ganze machen wir jetzt in dem Video. Ich frage mal den Verkäufer von dem Auto, ob ich diese Besichtigung filmen darf. Dann würde das ein extra Video geben. Naja, und dann bin ich auf jeden Fall auf Max' Reaktion gespannt. Aber ich habe schon ein bisschen verkackt, weil ich schon in Videos angeteasert habe,
dass er die zurückbekommen wird. Deswegen wird es eine wenig große Überraschung, aber ey, immerhin. Danke, danke auf jeden Fall an dich. Mach mal an, Fadi. Ah, Schmacko Fazzo. Alter, ist das eine geile Karre. Ah, scheiße, ist das ein Ding, doch. Ja, das ist schon brutal, ne? Jetzt falsch herum. Scheiße. Jetzt hast du von dem gar kein Video gedreht. Nee, war nicht. Hab ich gar nicht gefragt. Ja, ich habe mich gar nicht richtig so getraut zu fragen. Das hat gar nicht so gut gepasst. Wir waren auch gar nicht so lange da. Bei dem 500er SE Pickup. Hier mal kurz die Anzeige reingeschnallert. Mein Vater ist ein kleiner Traum von mir, mein Vater. Und wir wollten hier halt hinfahren. Ich habe schon zu ihm gesagt, Fadi, sag mal, wir brauchen gar nicht hinfahren. Aber sind ja auf dem Weg. Ja, genau. Und dann hat er aber gesagt, doch, komm, wir fahren da hin. Und ja, die Karre ist schon gut. Die Idee ist schon... Die Idee ist schon geil, aber ja, ich persönlich würde das niemals irgendwie hinkriegen. Aber da musst du schon richtig gut für sein und richtig viel Kohle haben. Ja, naja, ganz normal. Jetzt ist es noch ziemlich früh. Ich habe gedacht, das Ganze geht ein bisschen länger. Gucken wir mal, ob Max schon auf dem Bein ist. Wach ist. Ob er schon am Start ist. Weil ich das halt ein bisschen anders geplant habe. Naja, kommt jetzt eben so. Wir sind ja auch erst um 11:30 da. Ach so. Naja. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht am Tag. Fast schon hier einen kleinen Vlog, anstatt hier Autocontent zu machen. Ich komme wieder back to the roots. Naja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was jetzt hier als nächstes passiert. Schon wieder am Tanken. Ist schon interessant hier in Hamburg. Innenstadt war ich noch nie. Hier ist noch alles in Ordnung hier hinten drin. Ja, nichts getan. Alles tipptopp. Kleines Rennen mit dem RS3 hier gerade am Start. Aber wir haben nur Winterreifen bis 240. Fadi, das geht's doch nicht. Nee. Geht nicht. Nichts so schnell mehr. Boah, Junge. Sag mal, könntest du hier kurz drauf drücken im Elbtunnel oder willst du das nicht? So, so können wir machen. Ah, die Turbos. Ah. Nee, darfst du nicht machen. 60. Aber warum war denn da so dieselig? So viel Abgas? Staub vom Salz. Staub, achso. Salz. Der Staub, guck mal, unsere Karre ist auch voller Salz. Salz, und wenn das trocken wird, abtrocknet, staubt das Salz. Ja, von mir aus kann ich die Karre gleich nochmal waschen fahren. Nö, das macht ja die Ruhe. Nur mal kurz Waschpark. Hamburg. Da stehen die dicken Dinger. Fette. Wo die ganzen japanischen Autos ankommen. Ja, oder auch hier deine ganzen China-Scherze da. Die Haube fliegt uns hier gleich weg. Geil.
Kurze Pause, Freunde. Ist das eine brutale Mistkarre? Also das ist ja wirklich nicht mehr feierlich, was das für ein Gerät ist. Ihr wisst ja, ich kenne das Auto, ne? Ich weiß ja, was wir hier fahren und so. Aber ich komme wirklich nicht klar darauf, wie der nochmal anders drückt. Bei 220 Kickdown kommt nochmal so viel Leistung rum. Boah, das knallt einfach nur rein, Freunde. Hier, jetzt kann man die Abgasanlage schön hören. Oh, guck mal, hier fliegt schon der Spoiler ab. Alter, da man riecht das Öl. Junge, was ist da los, Alter? Scheiße. Und mein Fuddy freut sich, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Jetzt weiß ich auch, das Auto, was wir am Vormittag besichtigt haben, ich habe zu ihm grundsätzlich gesagt, Brudi, die Karre brauchen wir gar nicht angucken, der ist so im Arsch. Und er meinte, nein, scheiß drauf, komm, wir machen das. Wisst ihr, warum er das zu mir gesagt hat? Nur weil er Bock hatte, mit der Karre hier Autobahn zu ballern. Der kommt raus, der freut sich, der kleine Scheißer da, ey. Geiler Typ. Oh. Hier alles eingepackt. Sehr nice. Sehr nice. Moin, Männers. Gerade das letzte Stück nochmal selber gefahren. Alter, drück dieses scheiß Mistviech. Das ist ja wirklich kein Auto mehr. Das Ding drückt ja wie Digga. Zweimal runterschalten, tap, tap. Boom, Alter, vorbei. Ich hab vom Stand an der Ampel mal kurz beschleunigt. Ich habe mich so erschrocken. Kannst du nicht bringen. Machst du gar nichts bei. Gar nichts. Das ist eine Ansicht, Alter. Bist du des Geistes. Der CL500 Baba ist wieder back in town. Es ist ja nicht mehr feierlich, wie ich auf dem CL-Film hängen geblieben bin. C215, C216. CL ist einfach die Macht, Alter. Back in town. Wisst ihr Bescheid, Freunde. Hier wird morgen direkt dran geschlummt. So, Freunde, ihr habt jetzt mitbekommen, es ist mittlerweile wieder schon dunkel geworden. Ich habe so ein bisschen Zeit mit meinen Eltern hier verbracht. Der nächtliche Platz für die CL-Stoßstange. Alles ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Video. Ich habe jetzt gar nichts bei Max gefilmt. Ich fahre jetzt aber noch mal kurz nach Hause und dann erzähle ich euch noch mal kurz ein bisschen was. Nicht so raketenmäßig hier losfahren, Fräulein. Hallo. Pass auf dein Büchlein auf, ich setze mich drauf. Oh. So, Freunde, ich habe mir jetzt viele Gedanken gemacht. Lade ich dieses Video hier wirklich hoch? Produziere ich das hier und schneide ich das hier bis zum Ende hindurch? Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, auch wenn es überhaupt nicht darum ging, was jetzt geplant oder im Videotitel stand. Anstatt dass wir Max dabei gefilmt haben, wie er die Messerfelgen empfängt, habe ich eher einfach nur die ganze Zeit gefilmt, wie wir mit dem RS6 hier auf der Autobahn ballern, was natürlich ziemlich ein Highlight war. Aber dennoch möchte ich euch das Video hier nicht vorenthalten. Jetzt kann es auf jeden Fall komplett weitergehen mit allen Teilen vom CL500. Wir können jetzt die Heckstoßstange wieder anbauen, dementsprechend die teilweise schon fertig geschweißte Abgasanlage anbauen, dann die Endtöpfe anschweißen. Da wird es jetzt richtig rein in die Masse Let's Go geben. Von daher, like doch mal das Video, falls es euch doch gefallen hat. Bisschen mehr Vloggy-Style und Autobahngeballer einfach mit dem RS6. So eine geile Karre. Komplett hinten Heckstoßstange drin gehabt, Felgen drin gehabt und 800 PS und die ganze Zeit 250. Das ist, Alter, Brainfuck. So, checkt doch mal gerne MoodyClow hier auf Instagram aus. Falls ihr ein paar nice Klamotten haben wollt, bin ich auch gerade mit Vollpower hinter die Brand zusammen mit meiner Freundin Karina aufzubauen. Und dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.